Hallo Leute, Marc hier von MacMath Studios. Willkommen zu einem neuen Erzähl-Review. Heute stelle ich euch eine Erzähldrohne vor, und zwar den JXD523 Tracker. Das ist eine kleine faltbare Erzähldrohne, die hält die Flughöhe via Barometer. Und das Ganze gibt es bei Lightake.com. Das ist ein asiatischer Versandhändler, bei dem ich ziemlich oft bestelle. Dort gibt es diesen kleinen Quadcopter nicht nur in verschiedenen Farben, sondern auch zu einem relativ günstigen Preis von nur knapp 25 Euro. Alle Links und Infos dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir packen den einfach mal aus und in der zweiten Hälfte des Videos machen wir einen Probeflug damit. Die Tracker-Drohne kommt hier in einer Samthülle. Dann gibt es natürlich noch weiteres Zubehör. Zum einen haben wir hier die Anleitung, die ist komplett in englischer Sprache. Dann das USB-Ladekabel, um den Akku des Quadcopters aufzuladen. Und das hier sind die Ersatzrotorblätter, falls mal welche kaputt gehen. Eine Fernsteuerung ist bei dieser Drohne nicht dabei. Die wird komplett mit dem Smartphone und passender App gesteuert. Die App gibt es für Android und iOS. Aber als erstes schauen wir uns die Drohne etwas genauer an. Die ist wie gesagt faltbar mit eingebauter Kamera. Hier vorne sieht man die Kamera kurz. An der Unterseite befindet sich vorne ein On-Off-Schalter, um die Drohne ein- und auszuschalten. Und das besondere Feature ist eben hier, dass man die zusammenklappen kann. Die lässt sich auch ziemlich leicht aufklappen. Einfach nur hier nach vorne ziehen, dann die anderen beiden Motorgondeln rausziehen. Und das rastet am Ende ein und hält auch wunderbar. Und die Technik war mir auch schon bekannt, denn der kleine Quadcopter hier sieht genauso aus wie der JJRC H37, auch Elfi-Drohne genannt. Auf den ersten Blick sind die beiden Modelle absolut baugleich, nur die Tracker-Drohne hier ist ungefähr 20 Euro günstiger und wie man hier sieht, ist der Akku bereits eingelegt und die Funktion da. Ich bin eben auch gespannt, wie die Tracker-Drohne im Vergleich zur Elfi-Drohne abschneidet, gerade bei dem 20 Euro Preisunterschied. Und zu dieser baugleichen Elfi-Drohne findet ihr natürlich auch ein Review auf meinem Kanal. Hier unten ist der Akku drin, wie man hier schön sieht, der hat 3,7 Volt und 550 mAh. Das sind 50 mAh mehr als bei der Elfi-Drohne. Von der Flugzeit her macht das keinen großen Unterschied. Die liegt bei beiden Drohnen ungefähr bei 7 bis 8 Minuten. Insgesamt finde ich das faltbare Design schon sehr cool. Die Drohne nimmt nicht viel Platz weg, die kann man überall mitnehmen. Und da man eben auch fast immer sein Smartphone mit hat, hat man eben auch gleich die passende Fernbedienung dabei, um die Drohne hier zu fliegen. Vor dem ersten Probeflug muss der Akku natürlich noch geladen werden. Das macht man hier mit diesem USB-Lader. Die Ladezeit beträgt ungefähr 60 Minuten, dann ist der Akku voll. Das ist normaler Durchschnitt bei diesen Drohnen und an diesem Ladegerät ist auch ein LED. Und wenn das erlischt, ist der Akku voll. Und damit hat man eben ungefähr 7 bis 8 Minuten Flugzeit. Um die Drohne zu steuern, benötigt ihr noch die passende App. Die gibt es wie gesagt für Android und iOS. Einfach hier an der Seite der Packung den QR-Code scannen, dann kommt ihr auch direkt im Play Store raus. Die App nennt sich Exploration UFO. Einfach runterladen und dann kann man dann den Quadcopter damit steuern. Die Tracker-Drohne sendet dann nach dem Einschalten ein WLAN-Signal aus und ihr findet den dann in der Liste der verfügbaren WLAN-Signale. Und jetzt wird es auch Zeit für den ersten Probeflug mit der Tracker-Drohne. Dazu die Drohne einschalten, ein bisschen warten, dann wird das WLAN-Signal gesendet, dann kann man das Ganze mit dem Smartphone verbinden und dann natürlich die passende App aufrufen. Das WLAN-Signal des Quadcopters reicht ungefähr 50 Meter weit, ist also schon relativ hoch von der Reichweite und hier sieht man schön, wie das Kamerabild live auf das Smartphone gestreamt wird. Da könnt ihr natürlich auch die Aufnahme starten, um das Ganze auf dem Smartphone zu speichern, Fotos, Videos etc. Hier kann man sich die Bedienelemente einblenden lassen und zum Beispiel auch die Geschwindigkeit verändern. Die Drohne hat drei verschiedene Geschwindigkeiten. Im Hintergrund sieht man, dass es an diesem Tag ziemlich windig war, deswegen starte ich gleich in Geschwindigkeitsstufe 2, dann hier die Bedienelemente einblenden lassen, die Kameraaufnahme starten für das Video und dann kann man hier unten unter Start den Quadcopter starten und losfliegen. Der hält wie gesagt die Flughöhe via Barometer, man kann sich also auf das Fliegen konzentrieren. Das geht hier sogar mit einer Hand, wie man sieht. Der hält also wunderbar die Höhe und lässt sich super kontrollieren und dabei sieht man jederzeit auf dem Display des Smartphones das Live-Bild der Drohne, ist also richtig gut gemacht. Man kann das natürlich auch aufnehmen, das wird direkt auf eurem Smartphone gespeichert und der geht auch schon ziemlich ab in Stufe 2, hat ein bisschen zu kämpfen mit dem Wind, kommt aber super klar damit. Also ich denke mal, der ist nicht ganz so windanfällig, wie ich gedacht hätte. Im Allgemeinen steuert man einen Quadcopter mit einer Fernbedienung durchaus besser als mit einem Smartphone. Dennoch hat sich das in der letzten Zeit um einiges verbessert. Diese Drohne hier lässt sich mit dem Smartphone wunderbar steuern und dadurch, dass sie eben die Höhe hält, kann man sich da wunderbar auf das Fliegen konzentrieren. Die Steuerung ist richtig einfach gemacht und ich denke mal, auch Anfänger kommen da wunderbar mit klar. Im Gegensatz zur baugleichen Elfi-Drohne lässt dieser Quadcopter hier sich sogar
sogar noch etwas besser steuern. Was allerdings nicht so gut ist, ist das Kamerabild, das seht ihr hier. Auf der Drohne steht zwar HD-Kamera, das ist allerdings nur eine 0,3-Megapixel-Kamera und die nimmt leider nicht in HD auf, sondern nur in 640x480 und die Bildqualität ist im Vergleich zu vielen anderen Drohnen, die ich getestet habe, schon ziemlich grottig. Im Gegensatz dazu ist das Live-Bild auf dem Smartphone relativ gut, also was ihr in Echtzeit auf dem Handy seht, ist durchaus besser als hier die Aufnahme. Diese Quadcopter werden zwar als Selfie-Drohne bezeichnet, dafür ist die Bildqualität aber leider viel zu schlecht und die Videoaufnahme ist zwar eine nette Zugabe, aber ich denke mal, man schafft sich diesen Quadcopter hier an, um einfach ein bisschen rumzufliegen und das Live-Bild direkt auf dem Smartphone zu verfolgen. Dafür ist die Trekker-Drohne auf jeden Fall wunderbar geeignet, denn die Flugeigenschaften sind wunderbar. Er lässt sich also gerade mit dem Smartphone super steuern, da bin ich sehr überrascht drüber und das ist auch ein großer Vorteil gegenüber anderen Drohnen, da funktioniert das durchaus schlechter als hier. Vom Flugverhalten her macht der JXD 523 Tracker auf jeden Fall eine sehr gute Figur, da bin ich mehr als überrascht. Der bleibt sehr souverän in der Luft, ist auch sehr unaufgeregt zu steuern, macht also schon Spaß damit rumzufliegen. Auch die Geschwindigkeit ist okay, dadurch ist er auch nicht so windanfällig. In Stufe 2 und 3 kann man da schon richtig mit Gas geben. Und wenn man eben auf die Kamera verzichten kann, die eben diese Aufnahmen hier macht, hat man da auf jeden Fall einen richtig coolen kleinen Quadcopter. Der eingebaute Barometer sorgt eben dafür, dass die letztgewählte Flughöhe gehalten wird und auch das funktioniert hier richtig gut, also die Barometer wurden auch über die Zeit immer besser und das macht er hier wirklich einwandfrei, auch bei Wind, auch wenn er mal nach unten gedrückt wird, geht er automatisch wieder ein paar Zentimeter nach oben und dadurch, dass man eben nicht die ganze Zeit die Flughöhe selbst korrigieren muss, hat man da auf jeden Fall ein sehr, sehr ruhiges und entspanntes Fliegen. Gerade Anfänger kommen da wunderbar mit klar, der stürzt also auf keinen Fall von selbst ab, es sei denn, man drückt die Landetaste, dann sinkt er langsam nach unten und schaltet sich unten am Boden aus. Wenn man bedenkt, dass dieser kleine Quadcopter nur knapp 25 Euro kostet, kann ich auf jeden Fall das Flugbild als sehr gut einschätzen, macht auf jeden Fall tierisch Spaß damit rumzufliegen, ist super einfach zu kontrollieren. Ein weiteres cooles Feature möchte ich euch nicht vorenthalten, denn man kann den Quadcopter auch mit dem Lagesensor des Smartphones steuern, also je nachdem in welche Richtung ihr das Smartphone kippt, da bewegt sich auch der Quadcopter hin und das funktioniert hier erstaunlich gut, gerade da die Flughöhe gehalten wird. Eingeschaltet wird diese Funktion oben über dieses Kreuzsymbol und dann kann man eben durch die Neigung des Smartphones fliegen. Ihr seht das hier, je nachdem in welche Richtung ich das Smartphone halte, fliegt er auch hin. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Feature. Man kann zwar nicht drehen in der Luft, das geht also nur vorwärts, rückwärts, links und rechts. Ist dennoch eine sehr coole Sache und macht richtig Spaß und funktioniert in diesem Fall auch richtig gut. Der Quadcopter eignet sich eben für alle, die eine kleine Drohne suchen, die nicht viel Platz wegnimmt, die man einfach mal dabei hat im Park oder so, einfach mal eine Runde fliegen kann, hier mit dem Handy, ein paar Flüge macht und dann wieder einpackt. Das Ganze nimmt wie gesagt nicht viel Platz weg, passt in die Hosentasche. Für die knapp 25 Euro bekommt ihr mit dem JXD 523 Tracker auf jeden Fall einen super abgestimmten kleinen RC-Quadcopter, den man mit dem Smartphone fliegen kann. Das geht also richtig einfach von der Hand und ist auch wunderbar für Anfänger geeignet. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, dass hier die Smartphone-Steuerung richtig gut funktioniert und der ist auch echt einfach zu fliegen. Und dabei ist er eben auch nicht so windanfällig. Ihr könnt also auch bei stärkeren Winden draußen fliegen in drei Geschwindigkeiten. Das macht er also auch richtig gut. Was mir weniger gut gefallen hat, ist die eingebaute Kamera. Gerade da oben auf der Drohne HD-Kamera draufsteht und dann so eine 0,3-Megapixel-Kamera verbaut ist. Die macht keinen so guten Eindruck, ist aber eben auch ein ganz cooles Gadget, das an Bord ist. Und bei Lightake kostet der momentan nur knapp 25 Euro, der Preis ist also richtig gut. Im Vergleich zur Elfi-Drohne, die fast das Doppelte kostet, sehe ich hier kaum Unterschiede. Ich würde sogar sagen, dass die Tracker-Drohne sich sogar noch etwas besser steuern lässt in der Luft. Und während des Fluges sieht man eben auch die ganze Zeit das Live-Bild direkt auf dem Smartphone. Man sieht also immer, wo man hinfliegt. Das ist ebenfalls ein sehr cooles Feature und das geht hier ebenfalls ganz gut. Also da gibt es auf jeden Fall keinerlei Probleme. Das WLAN-Signal hat ebenfalls eine ganz gute Reichweite. Ich würde sagen, ich bin ganz zufrieden damit und danke euch fürs Zusehen. Ich komme leider langsam schon zum Ende. Wenn ihr Fragen habt zum JXD 523 Tracker, dann schreibt die in die Kommentare. Ich antworte euch sehr gerne. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMap Studios. Ciao!